Segmente realisieren. Hallo Modellbahnfreunde, willkommen bei Bahntasie. In diesem Video möchte ich endlich wieder bei der praktischen Umsetzung meines Bahnhofsegmentes weitermachen. In einem vergangenen Video habe ich ja bereits mal eine Planung gemacht, das heißt, ich habe euch mal grob gezeigt, was ich vorhabe, wie meine Anlage ungefähr ausschauen soll, was alles mit drauf soll. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und die ersten Sachen auch umsetzen. Dazu werde ich jetzt erst einmal alles ausdrucken. Das heißt, ich werde mir eine 1:1 Skizze am besten machen, dass ich die Relation zu dem Rest des Raumes bekomme, dass ich auch sehe, wo muss ich vielleicht noch was nachbessern und wo nicht. Oder wo kann ich vielleicht noch ein paar Sachen optimieren oder wie auch immer. Wie auch immer, viel Spaß beim Zuschauen. Es geht los. Ich habe jetzt mein Windrack schon geöffnet und jetzt lade ich einfach mal mein Bahnhofsegment. Das muss ich jetzt ein bisschen bearbeiten, weil ich möchte jetzt nicht die ganzen Gebäude mit ausdrucken. Die Nummern sind für mich jetzt unwichtig. Die blende ich jetzt einfach mal aus. Dann blende ich das aus. So. Als nächstes kopiere ich mir die Sachen raus, die ich eigentlich für meinen Bahnhof benötige. Da nehme ich jetzt einfach mal, ich markiere jetzt einfach mal die Sachen, die ich mitnehmen möchte. Dauert jetzt ein Weilchen. Jetzt kopiere ich mir das Ganze, öffne eine neue Datei und füge es da ein. Die ganzen Nummern blende ich jetzt erstmal aus. Ansicht, Artikelnummern, keine. Und das lösche ich jetzt einfach mal. Und danach stelle ich mir jetzt erstmal mein Druckprofil ein, das heißt hier Seite einrichten. Dann kann man hier einstellen, in welche Skalierung man das ausgedruckt haben will. Ich möchte es 1:1. Und dann gebe ich das Ganze in den Druck. Ich wähle hier natürlich meinen Drucker aus noch. Und drucke alles aus. Natürlich muss der Drucker dafür online sein, das mache ich jetzt gleich mal als nächstes. Im nächsten Schritt möchte ich natürlich noch meine Gebäude haben. Das heißt, ich habe jetzt hier meine, zum Beispiel mein Wohnhaus. Das Wohnhaus ziehe ich jetzt hier rein und drucke es ganz normal 1:1 aus, wie als ob es der Gleisplan wäre. Wenn ich jetzt das Gebäude noch nicht drin habe, wie zum Beispiel jetzt mein Bahnhof, der fehlt jetzt hier, dann gehe ich hier auf Extras, 3D-Modell importieren. Und dann muss ich dann hier normalerweise dann im Windrex-Ordner, wenn man dann die verschiedenen Modelle noch zusätzlich gekauft hat, die meisten sind nämlich nicht dabei, muss ich dann auf Models klicken und dann suche ich mir hier mein Modell aus. Zufälligerweise weiß ich meine Nummer. Das ist die 133 und die 29. Da ist es. Öffnen. Jawohl, ich möchte den Bahnhof da drin haben. Okay, erzeugen. Und dann habe ich jetzt hier meinen Bahnhof, den ziehe ich jetzt auch hier rein und drucke ihn dann 1:1 aus. So, 1:1 ist eingestellt, Datei, drucken und ich drucke jetzt hier meinen Bahnhof aus. Dann werde ich mir hier noch ein paar Gleise ausdrucken, die ich benötigen werde. Und zum Beispiel die Doppelkreuzung und drucke die ebenfalls 1:1 aus. Da stelle ich mir jetzt hier gleich mal ein paar mehr ein. Da nehme ich mal 6 Stück und drucke die ebenfalls aus. Das mache ich jetzt mit den anderen Weichen auch noch und mit ein paar Geraden. Und dann denke ich mal, bin ich flexibel genug, um auf der 1:1 Skizze meine Gleise und Weichen einzurichten und vielleicht zu verschieben, wenn nötig. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat der Drucker jetzt schon ordentlich geglüht. Ich habe jetzt hier meine Geraden ausgedruckt und ausgeschnitten. Ich habe hier meine Weichen ausgeschnitten. Da habe ich die Wohnhäuser ausgeschnitten. Hier ist mein Bahnsteig. Den habe ich auch schon mal ausgeschnitten. Wahrscheinlich kann ich diesen schwarzen Rand hier noch entfernen, weil wenn ich mir jetzt mal meinen Bahnhof nehme, dann passt der
genau hier drauf zwischen diesen schwarzen Bereich. Das heißt, ich kann diesen schwarzen Streifen noch abschneiden, das mache ich dann noch. Und hier zu guter Letzt wartet noch der große Stapel auf mich, der möchte sortiert werden und ausgeschnitten werden. Zumindest muss ich hier die Ränder soweit anpassen, dass der zusammengeklebt werden kann. Ich fange jetzt nochmal mit dem Bahnsteig an. Das heißt, ich schneide mir da jetzt erstmal schnell die schwarzen Streifen noch ab, dass ich das auch erledigt habe. Und danach widme ich mich dem Hauptprojekt, dem Zusammenkleben meiner Bahngleise. Die Bahnsteige sind jetzt auch alle abgeschnitten. Jetzt gehe ich zum nächsten Schritt über. Ich räume jetzt ein bisschen auf und dann fange ich an, meine Blätter vorzubereiten. Lass mal den Bahnhof ein Stückchen weg. Ich habe den Stapel jetzt vor mir liegen. Jetzt geht es daran, ihn zu sortieren. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal hier drauf schreiben, welches Blatt es ist und in welcher Reihe ich das Ganze wiederfinde. Und am besten nummeriere ich mir auch die Gleise, wie die Gleise benannt werden. Also fange ich jetzt mal an. Ich nehme jetzt mir erstmal das erste Blatt. Leg das hier daneben hin. So, wie man jetzt hier sieht, habe ich jetzt hier zwei Kanten. Das heißt, was ich ein bisschen schade finde, das Programm ist nicht fähig gewesen, mir wirklich randfrei zu drucken, obwohl ich es eingestellt habe. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Ränder dran, die nicht zueinander passen. Das heißt, ich werde jetzt hier die Kreuzungen oder die Weichen übereinander legen müssen, so dass es passt. So funktioniert es nicht. Das sieht man hier, ist ein weißer Überlapp. Und andersrum ist es genauso. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal mich von einer Seite trennen müssen und das andere wird dann meine Klebekante sein. Jetzt nummeriere ich jetzt erstmal die Blätter. Das ist wie gesagt mein erstes Blatt in der Reihe 1. Das hier ist dann mein zweites Blatt, ebenfalls in Reihe 1. Dann markiere ich mir die Gleise, das heißt, das ist Gleis 1. Das ist ebenfalls Gleis 1 und das hier ist meine Hauptlinie, das heißt, also das ist meine Hauptstrecke. Das heißt, Hauptstrecke läuft bei mir auf Gleis 3 und Gleis 4. Und hier hinten kann man schon den Ansatz zu Gleis 2 erkennen, beziehungsweise das, was dann auch Gleis 1 mit verbindet. Aber dazu später mehr. Jetzt schneide ich mir erstmal die Ränder so zurecht, dass es zusammenpasst. Dazu habe ich mir jetzt hier eine kleine Unterlage besorgt und dann muss ich mich wie gesagt von einer Seite trennen. Ich habe mich entschieden für die rechte Seite mich von der rechten Seite zu trennen. Ich habe mich entschieden die rechte Seite abzuschneiden. Das heißt, ich lege jetzt hier einfach mal mein Lineal an und schneide vorsichtig sauber mit dem Cuttermesser den Überhang ab. Hier unten werde ich dann dasselbe machen müssen. Bei dem brauche ich es jetzt noch nicht machen, aber bei den späteren werde ich es auf jeden Fall tun müssen. Dann nehme ich mein zweites Blatt und mache hier das gleiche. Und das mache ich jetzt dann für alle meine Blätter. Jetzt mal weg. Die Gleise einfach aufkleben. Schauen, dass wir schön sauber arbeiten, dass es auch sauber deckungsgleich ist. Und damit habe ich die ersten miteinander verbunden und das mache ich jetzt, bis alle meine Gleispläne miteinander verbunden sind. Jetzt nehme ich mir das dritte Blatt und klebe das hier direkt daneben dran. Jetzt komme ich genau an die Stelle, was ich gerade gesagt habe, dass ich hier jetzt das Problem habe, dass ich jetzt nach unten eine Entscheidung treffen muss. Also irgendwo muss ich jetzt hier unten abschneiden. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier sieht man, dass Gleis 5 genau auf dieser Abschnittkante liegt. Das heißt, hier muss geschnitten werden. Hier auch.
Hier hinten ist es dann egal, das heißt, da kann es auch überlappen. Aber für hier werde ich auf jeden Fall im Übergangsbereich schneiden müssen. So, nehme ich jetzt wieder meine Zettel, schneide hier, ach, schneide das mal unten ab, genau. Und auch noch an der Seite abschneiden. Jetzt fange ich schon mal mit der zweiten Zeile an. Das heißt, ich klebe jetzt hier die zweite Zeile mit an. Und fange jetzt da ein bisschen mal weiter drinnen an, also nicht jetzt am Rand. Weil ich habe hier am Rand noch das Problem, dass das noch nicht alles geschnitten ist. Und puzzle das jetzt hier alles mit ran. So. Am besten ich klebe die erstmal zusammen, die Reihe 2. Und auf diese Weise arbeite ich mich vor, bis mein kompletter Gleisplan zusammengeklebt ist. So, ich lasse euch jetzt ein bisschen Ruhe damit. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Cut und zeige euch dann das Ergebnis, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt mal den Ort gewechselt und bin direkt nach dem Zusammenkleben in den Keller gegangen. Es ist noch nicht ganz fertig zusammengeklebt, weil es ist schon riesengroß, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, wenn ich mir denn so beim Zusammenkleben, dass dann der ganze Keller nur noch aus Bahnhof besteht. Aber ich glaube, ein paar Abänderungen kann man schon noch irgendwo machen. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ich klebe das jetzt mal final zusammen und dann schauen wir weiter. Der Vollständigkeit halber lege ich jetzt hier einfach mal noch die ganzen Gebäude noch mit auf und dann gucke ich mal, wie ich insgesamt vom Platz hinkomme. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, noch ein paar zusätzliche Gleise einzufügen oder mal gucken. Ich baue jetzt einfach mal weiter auf. Der Aufbau ist jetzt erstmal soweit fertig. Da kommt mein Bahnhof hin, wie gesagt. Da oben werden die Häuser stehen. Und hier unten kommt noch mein Güterschuppen hin. Also ich habe jetzt festgestellt, für ein 10. Gleis ist kein Platz. Das lasse ich weg. Ich werde jetzt natürlich was anderes machen. Ich habe jetzt hier schon weit an den Rand geschoben. Habe jetzt noch knapp 2 cm zum Rand. Ich denke mal, die sollte man auch lassen, so als Absturzkante, dass der Zug auch mal entgleisen kann, wenn es passiert, dass er nicht gleich runterfällt. Hier wird dann auch eine Absturzkante noch hinkommen. Macht wahrscheinlich schon in dem Moment Sinn. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich den Schnitt ansetze, weil ich will den Bahnhof in 2 Segmenten aufbauen. Das heißt, dadurch, dass ich hier überall Weichen habe, habe ich Probleme, da meinen Schnitt zu setzen. Sinnvoll wird es wahrscheinlich sein, wenn ich hier einmal in der Mitte durch die Segmente teile und dann 2 Segmente habe, die relativ einfach zusammenzusetzen sind. Das, denke ich mal, wird die einzige Möglichkeit sein, diese Platte oder diese Anlage zu realisieren. Bis der Bahnhof fertig ist, wird mir noch einiges an Kopfzerbrechen bereitet werden, weil der Bahnhof ist ein Riesenmonster, aber gut, das habe ich gewusst. Die Frage ist nur, ob das Layout, wie ich es jetzt grundmäßig, also grundsätzlich geplant habe, überhaupt hier in den Keller passt. Ich habe fast die Vermutung, dass es nicht ganz so aufgehen wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht werde ich auch das ganze L umplanen müssen, mehr in ein U oder sowas, also mit so Unterführung. Ich weiß jetzt noch nicht genau wie.
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar tolle Ideen, wie ich mein Layout verbessern könnte, wie ich hier sinnvoll alles unterbekomme, was ich haben will, weil wie gesagt, das soll ja auch noch die Burg hin. Ich zeige euch nochmal, wie meine Grundplanung ist. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen, wie ich die ganze Sache entzerren kann, wie ich die Sache verbessern kann, wie ich vielleicht irgendwas am Layout verändern könnte, um halt alles sinnvoll zu gestalten. Ja, wie gesagt, der Hauptteil meiner Anlage wird wohl der Bahnhof sein oder ich brauche größere Räumlichkeiten. Ja, da wäre ich auch dankbar für. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Andi von Bahntersee. Ciao.